275.000 Euro für die Haushaltskasse, Game, Set, Match, auf dem Platz und in der Liebe, angefeuert von Freundin Sofia Tomala hat Alexander Zverev das ATP-Turnier in Wien gewonnen. Im Finale bezwang die Nummer 4 der Welt den US-Amerikaner Tiafoe Francis mit 7:5, 6:4. Für den 18. Finaltriumph auf der ATP-Tour benötigte Zverev 95 Minuten und kassierte einen Siegerscheck über 275.000 Euro. Doch der emotionalste Moment folgte nach dem Spiel. Zum Sportlichen, im siebten Vergleich mit Tiafoe war es der sechste Sieg des Deutschen. Zuvor hatte der Weltranglistenvierte in diesem Jahr schon die Turniere in Acapulco, Madrid, bei den Olympischen Spielen und in Cincinnati gewonnen. In der Historie des deutschen Herrentennis hat jetzt nur noch Boris Becker mehr Turniersiege gefeiert als Zverev. Es ist großartig, sagte Zverev nach einem hochklassigen Finale. Ich habe Olympiagold gewonnen. Zwei Masters und zwei 500er Turniere. Es ist sehr schwer, das zu toppen, sehr emotional wurde es dann bei der Siegerrede, bei der er einer Person besonders dankte. Seiner Sofia, ganz neu in der Mannschaft, aber die muss mich auch 24 Stunden am Tag ertragen. Auch die wichtigste Person, Sofia, sagte Zverev. Danke, dass du an meiner Seite bist seit neuerdings. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen. Noch 10 Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten.